Hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Einbindung von Smart Home Geräten in Apples HomeKit, die nicht dafür zertifiziert sind. Was heißt das konkret? Also nehmen wir mal an, wir möchten Steckdosen mit der Home-Funktion unseres iPhones schalten. Dann wäre die einfachste Variante natürlich, euch solche zu kaufen, wo Works with Apple HomeKit draufsteht. Die könnt ihr dann direkt einbinden und los geht's. Das Ganze hat allerdings zwei kleine Nachteile. Erstens sind die Sachen ziemlich teuer und zweitens gibt es da auch noch nicht alles, was man normalerweise im Smart Home so braucht. Zum Beispiel ist mir bis heute keine Rollladensteuerung bekannt, die direkt in HomeKit eingebunden werden kann. Zumindest habe ich keine gefunden. Wenn ihr da was anderes wisst, schreibt es einfach in die Kommentare. Und um das Problem zu lösen, arbeitet man meist mit sogenannten Bridges, also Brücken. Zum Beispiel die Philips Hue-Lampen arbeiten so, dass sie an eine Zentrale angebunden sind und diese Zentrale kann gleichzeitig als Brücke dienen zwischen der Philips-Welt und der Apple-Welt. Bei vielen Heizungsthermostaten ist das auch so. Was machen wir aber jetzt, wenn wir Geräte haben, die nicht über so eine Brücke verfügen, wie zum Beispiel Smart-Life-Geräte oder auch Shellys? Dann machen wir uns selber eine und das möchte ich euch heute am Beispiel der besagten Shellys einmal zeigen. Das System, das wir nutzen, heißt Homebridge. Das ist eine Open Source Software, die genau das macht, was der Name sagt. Sie stellt eine Brücke zu Apple Home her. Die Homebridge läuft auf einem eigenen Server, idealerweise auf so einem kleinen stromsparenden Raspberry Pi. Und spätestens jetzt sehe ich schon, wie viele von euch direkt abschalten wollen, weil das klingt kompliziert. Also erstmal so einen kleinen Computer zusammenbasteln, ins Netzwerk einbinden, Betriebssystem flashen, Software über irgendeine Konsole einspielen, Geräte einbinden, konfigurieren und so weiter. Das ist alles auf Englisch und ohne vernünftige Anleitungen. Also Horror. Aber keine Sorge, es gibt ein System, von dem ich behaupte, jeder, der ein Shelly ins Netzwerk einbinden kann, wird mit Leichtigkeit auch damit zurechtkommen. Das System nennt sich Hoops, also H-O-O-B-S, was eine Abkürzung sein soll für Homebridge Out of the Box, also eine fertig eingerichtete Homebridge. Wie ihr seht, ist das diese kleine Box hier zum stolzen Preis von 170 Dollar, also ca. 145 Euro. Und wenn ihr das tatsächlich ausgeben wollt, dann braucht ihr das Video auch nicht bis zum Ende zu schauen, weil dann kann ich euch jetzt in zwei Sätzen erklären, was ihr machen müsst. Ihr kauft die Box, steckt Netzwerkkabel und Stromkabel rein, wartet 10 Minuten, ruft dann über den Browser die Weboberfläche der Box auf und installiert das Shelly Plugin und danach braucht ihr nur noch die Home App auf eurem Handy zu öffnen, einen QR-Code zu scannen und schon seid ihr fertig. Das war alles, geht ruckzuck, wie gesagt, zum Preis von 170 Euro. Wenn ihr 10 Minuten mehr Zeit habt, könnt ihr das Ganze aber auch wesentlich billiger, also bis zu 100 Euro billiger haben, ohne dass es wesentlich schwieriger ist. Ja. Okay, wenn euch das interessiert, wie gehen wir dazu vor? Zuerst, wie gesagt, auf die Webseite hoops.org gehen. Das ist diese hier. Und dann schauen wir unter Products, was es hier zu kaufen gibt. Das erste ist das, was ihr hier auf der Startseite seht, also das sogenannte Starter-Kit, wo alles schon komplett ist. Neben diesem Kit können wir hier eine Micro-SD-Karte bestellen. Das müsst ihr euch so vorstellen, da ist im Prinzip das komplette Hoops-System drauf. Ihr habt nur keine Hardware dazu, also kein Raspberry. Sparen kann man dadurch schon, dass man sich zum Beispiel einen Raspberry Pi aus einer günstigeren Quelle bestellt, das sage ich aber gleich noch was dazu, und legt dort einfach diese SD-Karte ein. Das ist eine Micro-SD-Karte, kostet ungefähr 20 Dollar, habt ihr schon eine Menge gespart. Das würde sich zum Beispiel eignen, wenn ihr zum Beispiel nur mit einem Handy arbeitet, also keine Möglichkeit habt, eine eigene SD-Karte mit Hoops zu flashen. Und wie gesagt, dann wäre der mit 20 Dollar dabei, klappt auch. Plus die Raspberry Hardware natürlich. Die dritte Variante, das wäre ein reiner Download. Der ist zumindest theoretisch auch komplett kostenlos. Er kostet euch gar nichts. Weil es geht hier nicht über, um einen Kauf, sondern es geht um eine Spende. Hier ist im Prinzip ein gewünschter Betrag von 7 Dollar voreingestellt. Den müsst ihr aber nicht bezahlen. Ihr könnt das hier auf 0 setzen. Das klappt genauso. Ich habe es natürlich gemacht, weil ich finde, dass jemand, der viel Arbeit reingesteckt hat, von der ich profitiere, da kann ich gerne auch was dafür bezahlen. 7 Dollar sind ja nicht die Welt. Wie gesagt, ihr könnt aber auch 0 Euro eingeben, der Download funktioniert trotzdem.
Bei dieser Variante braucht ihr dann einen eigenen Raspberry Pi und eine leere SD-Karte und natürlich einen Computer, über den ihr die SD-Karte beschreiben könnt. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, wo ihr Geld sparen könnt. Ich habe mir meine Hoops-Hardware selbst zusammengestellt und dafür insgesamt ca. 56 Euro bezahlt. Ich zeige euch das auch gerne. Ich habe das hier über Amazon gemacht. Es gibt vielleicht auch noch andere günstigere Quellen. Also das heißt, mich hat der Raspberry Pi, und zwar schon das aktuelle Modell, das Modell 4 mit 2 GB, hat mich 41 Euro gekostet. Das komplette Zubehör, also sprich ein Gehäuse, Kühlkörper, ein passendes Netzteil und ein Lüfter, wo man eigentlich alles nur zusammenstecken braucht, hat knapp 11 Euro gekostet und eine 32 GB SD-Karte, also auch eine schnelle, eine Class 10 Karte, kostet 3 Euro irgendwas. Also insgesamt ungefähr 56 Euro, alles komplett. Das ging sogar noch günstiger, wenn man nicht die aktuellste Raspberry Pi Version nimmt, sondern das Modell 3, was für Hoops auch absolut ausreichend ist. Dann kostet nochmal ungefähr 10 Euro weniger. Ja. Natürlich müsst ihr das so nicht machen. Ihr könnt natürlich auch das komplette Set hier kaufen. Nur ich denke halt mal, dass die Installation, die so wenig Arbeit macht, halt so einen Aufpreis von an die 100 Euro dann einfach nicht rechtfertigt. Also ich würde das schon so günstig machen. Ich mache es jetzt einfach so. Ich habe euch in der Beschreibung einfach mal einiges Hardware-Sets zusammengestellt, die ihr je nach euren Anforderungen bestellen könnt. Also entweder so, wie ich es gemacht habe. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel den Raspberry Pi in der Nähe eurer Fritzbox postiert und ihr habt dort noch einen USB-Port frei, dann könnt ihr euch zum Beispiel das Netzteil sparen und den Strom direkt von dort nehmen. Also bitte schaut da mal rein, die Sachen kann sich wirklich jeder selbst zusammenstecken innerhalb von 10 Minuten und die Lieferzeit ist eh nur 1-2 Tage. Okay, nachdem wir das geklärt haben zur Installation, es gibt hier oben unter Resources gibt es einen Step-by-Step-Guide. Genauer gesagt, das sind 3 Step-by-Step-Guides. Ihr werdet es gleich sehen. Und zwar untergliedert sich das in Beginner, Hobbyist und Expert. Das ist einfach nur die Unterscheidung. Beginner ist, wenn ihr im Prinzip die komplette fertige Box gekauft habt. Das ist die Version, wenn ihr die SD-Karte gekauft habt. Und das hier unten ist, wenn ihr im Prinzip alles selber macht. Ne? Ich zeige euch das untere, weil wenn ihr das könnt, könnt ihr die anderen Sachen natürlich erst recht. Zuerst müsst ihr euch sowohl Hoops als auch das Programm Balena Etcher über die angegebenen Links herunterladen. Ich klicke hier mal drauf, da werdet ihr das gleich sehen. Und zwar könnt ihr hier sagen Download Now, beziehungsweise ihr macht eure Spende, wenn ihr das wollt, ladet euch Hoops runter und dann könnt ihr euch hier über diesen, wo hier steht, über diesen Link Balena Etcher runterladen. Das ist einfach ein Programm, was ihr braucht, um das Hoops-Image auf die SD-Karte zu flashen. Wenn ihr damit fertig seid, kommt sie hier einfach in Raspberry rein und damit ist das gut. Wie gesagt, diese beiden Sachen herunterladen, das dauert einen kleinen Moment, also das Video wird dann hier 10 Minuten länger werden, wenn ich das zeige. Ich habe das jetzt schon getan und habe einfach mir den Balena Etcher bereits installiert, also es ist eine Exe-Datei, müsst ihr nur aufrufen, installiert sich. Als nächsten Schritt legt ihr die SD-Karte in euren Slot von eurem PC, also nicht in den Raspberry, sondern in den PC, klickt hier auf Flash from File, sucht euch die ZIP-Datei raus, das ist also die Datei, die ihr bekommt, wenn ihr auf Download von Hoops geht, wenn ihr also diese Variante wählt, öffnet sie, sagt Select Target, das heißt, ihr wählt eure SD-Karte aus, klickt hier drauf und dann sagt ihr einfach Flash und dann geht die ganze Sache schon los. Wie gesagt, dauert jetzt vielleicht 5 Minuten, aber wenn ihr damit fertig seid, geht es direkt am Raspberry weiter. Nachdem ihr die SD-Karte hier fertig geflasht habt, kommen wir zur Installation des Raspberry. Ihr seht also, das ist genau der, den ich euch in meinen Bestellungen gezeigt habe. Ist einfach so ein kleines Gehäuse mit einem Lüfter dabei, 4 Schrauben, ist sogar ein Schraubenzieher dabei, also innerhalb von 10 Minuten zusammengesteckt. Die Installation ist jetzt denkbar einfach. Man nimmt einfach die MicroSD-Karte, schiebt sie hier unten rein. Als nächstes stellen wir einen Netzwerkanschluss zu unserer Fritzbox oder zu unserem sonstigen Router her, indem wir hier einfach ein Kabel, das Netzwerkkabel reinstecken und die andere Seite mit unserem Router verbinden. Und zum Schluss verbinden wir hier das Netzkabel
Und dann geht die Sache los, dauert ungefähr 10 Minuten. Nach ca. 10 Minuten könnt ihr mit eurem Browser über den Link http://hoops.local, also hier oben könnt ihr sehen, nicht wie vorhin hoops.org, sondern hoops.local, auf die Web-Oberfläche von Hoops zugreifen, also das hier. Zuerst müsst ihr immer ein Username und ein Passwort angeben, also damit ihr ähnlich wie zum Beispiel bei der Fritzbox nicht jeder im Netzwerk auf eure Konfiguration zugreifen und da was ändern kann. Ich habe das hier schon gemacht, damit ich das nicht verpixeln muss. Das heißt, ich melde mich mit meinen angelegten Daten einfach an und ihr kommt hier auf der gleichen Seite raus wie ich. Was ich zuerst gemacht habe, ich habe hier unten links über das Zahnradsymbol einige Sachen angepasst. Zuerst die Sprache habe ich auf Deutsch eingestellt. Ich habe die Temperatureinheit auf Celsius eingestellt. Das Land auf Germany und hier unten habe ich noch meine Postleitzahl eingegeben. Das macht sich immer ganz gut, zum Beispiel für eine Wettervorhersage und so weiter. Hier über Save Changes links können wir die Sachen abspeichern und dann sind wir mit den Grundeinstellungen schon fertig und können als nächstes zu unseren Plugins gehen und endlich unsere Shellys installieren. Zu den Plugins kommt ihr hier, wenn ihr hier auf dieses Puzzle-Symbol klickt und könnt dann hier über die Suche euer entsprechendes Plugin suchen. Ich gebe halt jetzt hier mal Shelly ein und ist schon gleich der erste Eintrag richtig, also auf Installieren. Natürlich können wir nicht nur Shellys verwenden, sondern hunderte verschiedene Geräte und wenn ihr vorab wissen wollt, ob alle eure Geräte unterstützt werden, also bevor ihr etwas kauft, dann könnt ihr diese Suche, die ich jetzt hier gemacht habe, auch direkt auf der Webseite machen. Also hier unter hoops.org gibt es hier unter Resources einen Punkt Plugins und wenn ihr da drauf geht, könnt ihr genauso, wie ich eben gemacht habe, hier oben ins Suchfeld erstmal das Plugin eingeben, den Namen oder die Marke eurer Geräte und dann seht ihr, ob es da was gibt oder noch nicht. Okay, ich lasse das jetzt mal alles so, wie es ist. Shelly wurde gefunden, Änderung speichern. Und nur um das jetzt zu demonstrieren, dass auch andere Geräte auch gemeinsam mit Shelly über HomeKit gesteuert werden können, wenn wir Hoops verwenden, füge ich jetzt noch ein zweites Plugin hinzu. Und zwar meine gute alte LED-Farblampe, die ich von TP-Link schon jahrelang habe, die versuche ich hier mit einzubinden. Also das heißt, ich suche hier nach TP-Link, gehe hier ein bisschen runter, weil da gibt es mehreres. Und da haben wir schon TP-Link Smart Home. Installiere mir das und dann schauen wir mal, ob es klappt. So, Installation fertig, wieder Änderungen speichern. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir zurück zur Übersicht, also hier oben auf dieses Symbol und sind dann mit der Einrichtung und mit der Grundeinrichtung hier am PC schon fertig. Wir können die Webseite hier aber noch nicht schließen, weil diesen QR-Code hier oben, den brauchen wir gleich noch am Handy. Um unsere Geräte zu HomeKit hinzuzufügen, öffnen wir zunächst die Home-App. Das Handy muss sich natürlich im gleichen Netzwerk befinden wie der Raspberry Pi. Dann können wir oben rechts über das Plus-Symbol und Gerät hinzufügen, versuchen unseren QR-Code zu scannen, wird auch gleich erkannt als Bridge und sagen zu Home hinzufügen. Jetzt meckert er ein bisschen, dass es ein nicht zertifiziertes Gerät ist, interessiert uns natürlich nicht, sondern wir wollen das trotzdem hinzufügen. Und jetzt macht er so Vorschläge für Räume. Ich habe jetzt einfach mal einen Testraum angelegt, klicke hier auf Fortfahren, kann der Bridge noch einen Namen geben. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und wenn ich auf Fortfahren klicke, werden im Prinzip alle Geräte, die jetzt erkannt werden, nacheinander eingebunden und es wird gefragt, in welchen Raum sie eingebunden werden wollen. Wie gesagt, ich mache es jetzt einfach mal hier, indem ich immer auf Fortfahren und weiter klicke, weil sonst wird das Video einfach zu lang. Und am Schluss sehen wir dann, dass wir alle Geräte, die ich jetzt hier habe, hinzugefügt haben. Das zeige ich euch auch gleich. Ich habe hier die Shelly App geöffnet. Das ist quasi meine Testinstallation, die ich hier habe. Da ist ein Shelly 2.5 drin, eine Shelly Vintage Lampe in D&W und ein Shelly i3. Der wird auch erkannt, aber den kann ich natürlich nicht schalten. Den kann ich hier in der Shelly App genauso wenig schalten wie hier bei mein Zuhause bzw. in der Home App. Also was haben wir hier? Die Color Lampe, das ist quasi meine TP-Link Lampe. Wir haben
ein Shelly 2.5 im Prinzip als zwei Geräte, weil er ja zwei Relais hat. Wir haben Shelly i3, wir haben Shelly Vintage und wir haben eigentlich auch einen Shelly DW, der ist ja auch eingebunden worden. Das Problem ist natürlich bei dem, dass er immer in den Ruhezustand geht und dann, den muss ich erstmal kurz auf und zu machen und dann seht ihr im Prinzip, dass er dann auch eingeblendet wird, wenn da irgendwas passiert. Ich kann alle Geräte übrigens jetzt auch umbenennen. Ich könnte jetzt zum Beispiel diesen Kontaktsensor hier oben könnte ich umbenennen in Dachfenster und dann kann ich zum Beispiel sagen, Siri, ist mein Dachfenster offen? Und Siri antwortet dann, das Dachfenster ist offen oder das Dachfenster ist geschlossen. Also man kann hier jede Menge machen, man kann Szenen hinzufügen, man kann wie gesagt Räume hinzufügen, diese Geräte den Räumen zuordnen. Was nicht geht, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, wenn ihr in der Shelly App im Prinzip schon Räume angelegt habt und habt dort Geräte zugeordnet, dass diese Zuordnung 1:1 übernommen werden würde. Das ist nicht so, sondern diese Bitch macht einfach oder stellt einfach nur alle Geräte der Home App zur Verfügung. Ihr müsst sie dann selber benennen, ihr müsst sie selber sortieren, so wie ihr sie haben wollt und ihr könnt sie dann ganz normal ein- und ausschalten und hier oben wird dann immer der Zustand gemeldet, ihr könnt die einzelnen Räume aufrufen, ja, zum Beispiel jetzt hier der Testraum und so weiter. Ne? Also wie ihr gesehen habt, das ging eigentlich wirklich schnell, man kann hier noch ganz viele Sachen einstellen, ganz viele Sachen verbessern, das wird aber dann eigentlich ein eigenes Video werden. Hier ging es erstmal nur darum, die Sachen hinzuzufügen und bedienen zu können, obwohl sie nicht Apple zertifiziert sind. Also wie ihr gesehen habt, war wirklich nicht schwer und ist meines Erachtens die einfachste Möglichkeit, seine Smart Home Geräte in HomeKit zu kriegen. Noch einfacher bei Shellys ist es nur, wenn ihr euch Shellys kauft, die bereits mit einer HomeKit-kompatiblen Firmware geflasht sind. Sowas gibt es, natürlich nicht von Shelly direkt. Ich stelle euch aber einen Link in die Beschreibung, wo ihr das kaufen könnt. Nachteil der Geschichte ist immer, dass ihr dann sehr viele Funktionen, die die Originalfirmware bietet, zum Beispiel die Cloud, nicht mehr nutzen könnt, sondern das geht nur noch über HomeKit. Also wenn ihr euch zum Beispiel ein Shelly als Garagentüröffner installieren wollt, wie ich das hier gezeigt habe, dann könnt ihr das so machen. Wenn ihr mehrere Shellys habt, dann würde ich aber lieber auf die eben gezeigte Methode zurückgreifen, weil nur dann behalten die Shellys ihre volle Funktionalität und können nach wie vor über die Shelly-App bedient und konfiguriert werden. Noch eine andere wichtige Sache, Hoops, also die Homebridge, ist keine Hausautomation, darf man nicht verwechseln, auch wenn sie auf einem Raspberry Pi läuft, sondern die ist wirklich in erster Linie dafür da, dass ihr eure Nicht-Apple-Smart-Home-Geräte dass sie von Apple erkannt und geschaltet werden können. Wenn ihr euch eine richtige Hausautomation aufbauen wollt, die auf Apple HomeKit basiert, dann braucht ihr zusätzlich ein Apple-Gerät, das als Zentrale fungiert. In Frage kämen dafür zum Beispiel ein Apple HomePod, aktuelle Apple TVs oder ein iPad. Das iPad muss dann natürlich immer im Haus bleiben und können zum Beispiel als Display oder Bedienkonsole genutzt werden. Außerdem gäbe es die Möglichkeit, eine richtige Hausautomationssoftware wie zum Beispiel OBroker mit den entsprechenden Plugins und Einstellungen auf eurem Raspberry Pi zu installieren, sodass ihr dann beide Funktionen, also Hausautomation und Apple-Anbindung, auf einem Gerät habt. Ich weiß, dass das geht, das ist aber wirklich echt kompliziert und mir fehlt leider die geistige Würze, um euch das genau erklären zu können. Ich hoffe aber trotzdem, dass das Ganze für euch interessant genug war, dass es euch was gebracht hat und dass ihr meinen Kanal abonniert. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald.